Dickste Party, die ich bis jetzt hochgeladen habe, war, also jetzt nicht außer Special, weil Counter-Strike Special und so, ging natürlich auch ganz schön rein. Aber sonst war der dickste Part 1,5 GB, das war ein Need for Speed World Part. Und ja, da habe ich tatsächlich fast 4 Stunden, 4 oder 5 Stunden, dran hochgeladen. So, und das ist dann auch nochmal die Antwort auf die Frage, hi Schuh, warum kommen denn keine längeren Parts? Warum machst du denn keine längeren Parts, ein Stück Scheiße? Hier habt ihr nochmal die Antwort, wie soll ich das denn bitte schön hochladen? Und das Dumme ist, ich kann ja nicht hochladen und gleichzeitig aufnehmen, das geht ja auch nicht. Weil ich ja natürlich hier, also was heißt natürlich, ich habe hier halt nur WLAN und tja, wie willst du das denn machen? Also ich könnte Flüff, weil Flüff ist ja sowieso schon so ein instabiles Game hier, wenn es um Internet geht. Und wenn ich jetzt so nebenbei aufnehmen würde, dann könnte ich gar nicht spielen. Da könnte ich eigentlich hier permanent disconnect, da könnte ich eigentlich mir eine Makro-Taste für mein Passwort machen, damit ich das immer am Interface da wieder neu eingeben kann. So oft würde ich disconnect kriegen und das lohnt sich nicht. Und deswegen, Freunde, ganz ehrlich, ich meine, ich würde es gerne machen. Ich würde natürlich gerne für euch auch längere Parts bringen und so, gar kein Problem. Aber ich schaff's wirklich nicht. Ich habe ja jetzt schon 1000 Mal erklärt und jetzt erkläre ich es noch zum 1001. Mal. Es ist halt momentan einfach nicht machbar. Sage ich euch ganz ehrlich, es geht momentan einfach nicht, weil die Renderzeit wäre ja doppelt so lang. Ich müsste viel mehr aufnehmen und ich müsste viel mehr hochladen, wie ich ja gerade an dem Beispiel gesagt habe. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich momentan meinen jetzigen Uploadplan überhaupt hinkriege. Oh, hier sind auch manchmal Hexen. Wenn ich den jetzigen Uploadplan momentan hinkriege, da bin ich schon happy. Ihr habt ja gemerkt, gab ja schon die ersten Aussätze am Anfang des Monats, weil ich mich da verplant hatte. Dann kam natürlich das hier schön noch mit Counter-Strike rein hier. Ich wollte Grand Theft Auto San Andreas aufnehmen, da geht das nicht. Und da bist du natürlich erstmal aufgeschmissen, ne? Sei euer ganz ehrlich, da habt ihr natürlich erstmal den schwarzen Peter gezogen. Schwarzen Peter gezogen und ja, müsst ihr natürlich erstmal eine Ausweichlösung suchen, ne? Also ist ja natürlich ganz klar. Dann denkt ihr euch natürlich erstmal, Scheiße, was mache ich jetzt, ne? Und dann denkst du, oh, was kannst du denn spielen? Da guckst du deine Steam Games durch, da guckst du deine Normal Games durch, du guckst überall deine CDs, du guckst jeden Kram durch. In der Hoffnung, du findest dann irgendwo noch was, was du aufnehmen kannst. Ne? Ja, letztendlich habe ich mich dann für CS entschieden, weil die Parts kann man eigentlich immer gut bringen. CS auch ein bekanntes Spiel, macht Laune. Aber jetzt ist natürlich auch wieder so ein Endlosspiel. Ne? Ich wollte eigentlich mal ein Spiel mit einer Story spielen. Was auch ein Ende hat, Freunde, weil Flüff ist ein Endlosspiel. Jetzt auch noch dazu, halt, Counter-Strike, Global Offensive ist auch so ein endloses Spiel. Würde ich den Kern-Giant überhaupt schaffen? Glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich fliege hier einfach hin. Ich weiß nicht, welches Level ist der denn? Ich glaube, 101, ne? 104, holy moly, ne, das wäre Selbstmord. Freunde, das wäre glatter Selbstmord, das sage ich euch ganz ehrlich. Das wird nix, meine Freunde. Wir könnten nur noch mal bei Watanga und bei, wie heißt die Dinger noch mal? Antiquary oder so, genau, diese, ihr wisst ja Bescheid hier, diese Bäume. Da könnten wir noch mal gucken, ob da der eine oder andere Giant eventuell noch seine Nase rausstreckt, dass wir da eventuell noch mal kurz hingucken können. Weil wir haben ja halt so eine geile Party gefunden jetzt. Und die wollen wir natürlich jetzt auch ausnutzen, sage ich euch ganz ehrlich. Natürlich haben wir die schon geil ausgenutzt mit dem Guardian Bow. Ja, 2 Tokens, es geht, ist natürlich jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, aber immerhin 2 Token haben oder nicht haben. Also müssen wir nur gucken. Ich habe keinen Plan, wo die Gigs hier rumlaufen. Also ich habe schon einen Plan, weil ich habe die schon 1000 Mal gefarmt, aber die laufen ja auch immer überall woanders rum. Hier ist der Gig eigentlich nie. Könnte hier noch außen irgendwo rumgammeln. Boah, ich weiß so damals, ganz früher, als ich noch auf Buro denk,
mit meinem Ringmaster hier bei Watangas gelevelt habe. Da wurde ich von so einem Jojo-Jester gelevelt. Mega geile Zeit, Es ist schade, dass die Zeiten jetzt weg sind, vorbei. Und früher habe ich auch viel auf Battlefield. Patch 1.03. Wer diesen Patch mal gespielt hat, kann mir auch immer gerne eine PN schreiben mit seinem damaligen Battlefield 2 Namen. Vielleicht finden sich ja die ein oder anderen Bekanntschaften dann noch wieder. Wäre halt mega geil. Einfach Battlefield Patch 1.03, nicht Patch 1.5, sondern 1.03. Wer da gespielt hat, kann mir gerne mal eine PN schreiben oder in die Kommentare schreiben mit eurem damaligen Namen. Vielleicht finden sich ja, wie ich schon gesagt habe, die ein oder anderen Bekanntschaften. Wäre halt episch. Aber nicht so episch ist, dass ich jetzt hier den Giant nicht finde. Das stimmt den Hulk so ein bisschen traurig. Oh, morgen geht's wieder arbeiten, Freunde. Ich sah euch das. Wieder früh aufstehen und dann wieder arbeiten und so. Nee. Läuft gar nicht. Ich will nicht, Mama. Ich will nicht arbeiten. Arbeit nervt, 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 nervt. Hier, der Song von Deichkind müsst ihr euch mal geben. Arbeit nervt. Auch richtig geiler Song. Boah, ich dachte schon, das wäre der Giant. Falsch gedacht. Ach komm, Leute. Ein Giant muss doch auch mal am Start sein hier, wirklich. Okay, wir hatten schon so ein Glück, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so ein asoziales Pech haben. Freunde, das geht doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Ach komm schon. Komm schon, ein Giant noch. Och, Menno. Mama, der Giant ist doof. Warum denn? Der Giant ist nicht da. Ja, das sieht sehr schlecht aus, vorne. Sei denn, der pimmelt hier hinten noch irgendwo rum. Ne. Oh, Mama. Holy shit. Ah, da hat er auch wieder Glück gehabt. Na, ich wette, der droppt eh nichts. Aber man kann es ja mal probieren. Welches Level ist er? 92, okay, das heißt, der wäre auf jeden Fall höher als wir. Und wir locken ihn erstmal ein bisschen hier raus. Ist er blind? Lol, der drückt aber mega, ey. Okay, hier dürfen wir auch nicht sterben, weil hier ist die Gefahr zu sterben relativ groß. Jetzt macht doch die Doppelstun-Hand, greift ihr doch einfach an. Boah, die Normals machen wir ja schon 900 Damage, ey. Okay, ich glaube, hier habe ich eine Nummer zu groß ausgewählt. Sag ich euch ganz ehrlich, Freunde, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Mehr als sterben können wir nicht. Scheiß drauf. YOLO, YOLO, Mama. Wobei, der geht aber ganz gut weg, ne? Oh, nö, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Hallo? Erde an Fly for Disconnect. Boah, weh, ich hab jetzt... Rasse hier, wirklich. Ich rasse aus, ne? Ich sag dir das. Hallo? Mein Gott, ne, dieses Spiel, ne, ist aber auch, ja, dieses Spiel macht mich manchmal so fertig, ne, da trägt echt nicht dazu bei, dass das Let's Play noch so viel länger geht, ja. Naja, Freunde, dann soll's das für diese Aufnahme heute schon wieder gewesen sein. Bedankt euch bei Flüff, dass es heute wieder nicht länger gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit mir und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das guckt. Und denkt dran, bleibt motiviert, stay tuned und macht was. Haut rein, Leute. Peace.